Boys and Girls, es ist soweit. Das erwartete 3x87 plus Upgrade Pack ist rausgekommen. Wir werden es ziehen. 25 Mal. Let's go. An die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Best-of. Und diesmal mit dem Upgrade Pack, was schon relativ lange im Code war. Und zwar 3x87 plus. Wir haben das Ganze 25 Mal gezogen. Leider noch nicht auf meinem Account, weil ich unassigned bin mit High-Rated-Karten. Gut für mich, zwecks auch Icon Pack. Die sind ein bisschen gut gestiegen. Schmeckt auf jeden Fall für die RTG. Aber wir wollen uns heute damit beschäftigen, was ziehen wir denn daraus? Ja, insgesamt 113.000 Münzen kostet ungefähr das Pack. Festival Footballspieler gab es einige. Welche wir gezogen haben, seht ihr jetzt gleich. Doch bevor wir reingehen, würde ich mich persönlich riesig freuen, wenn ihr erstmal einen Daumen nach oben da lasst. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement, denn jeder zweite von euch, also vielleicht du da draußen, hat das noch nicht getan. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mich einfach unterstützen würdest, gerade jetzt zum Ende hin von FIFA. Wenn ihr seht, hey, mir gefällt das, dass der durchzieht, egal zu welcher Jahreszeit, egal wie es aussieht, egal ob Sommerloch oder nicht angeblich. Ich würde mich freuen. Kuss geht raus. Und bevor wir aber reinstarten, habe ich noch was für euch. Diejenigen, die vielleicht auf Twitch schon sehr, sehr lange dabei sind, die werden es auch wissen. Ich habe es auf YouTube noch gar nicht so groß preisgegeben, aber ich habe einen neuen Partner und das schon seit einer längeren Zeit. Und zwar ist das das gute alte Level Up. Ja, und dazu kommt heute etwas ganz Besonderes auf euch zu. Denn ab 24. bis 30., also ab morgen, gibt es die Erklärwoche. Was bedeutet das? Eigentlich relativ simpel, Jungs. Ja, eigentlich der Code Abfahrt, wo ihr 5% bekommt, wird aufgestockt. Und zwar auf ganze 15%. Und wir wissen genau, Level Up, ich glaube, viele von euch haben schon etwas davon gehört, es ist ein Drink für Gamer. Was bedeutet das? Eigentlich relativ simpel. Ihr habt so eine Dose, da sind 40% drin. Pro Portion habt ihr ungefähr 4 bis 5 Gramm Zucker, was natürlich definitiv besser ist als zum Beispiel ein Red Bull oder so ein Monster Energy. Dazu habt ihr nicht nur 0,33er Dosen oder sowas, wie es bei Red Bull der Fall ist, sondern ihr habt halt wirklich, und das ist richtig big, 500 Milliliter. Im Sortiment über 20 Sorten, unter anderem natürlich leider auch Special Editions wie Shining Dragon, was ausverkauft ist, was mein absoluter Favorite zurzeit ist. Aber es gibt auch andere Sachen, die ich sehr, sehr feiere. Unter anderem zum Beispiel Triple Green, einer meiner Favorites, genauso wie Nuclear oder auch Galaxy oder einfach beides kombinieren mit Nuclear Galaxy. Im Endeffekt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Ganze einen Monat kostenfrei getestet, um einfach zu gucken, bringt mir das persönlich was? Ja, es bringt mir was, im Stream länger durchzuhalten. Beim Sport zum Beispiel noch ein bisschen mehr Gas zu geben. Viele nutzen das vorm Schwimmen, vorm Sport, während des Fußballtrainings oder zum Beispiel auch beim Gaming, um einfach noch eine höhere Konzentration zu haben. Ich kann euch das Ganze ab 16 Jahren definitiv erst empfehlen, weil hier ist Koffein drin. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, wenn ihr unter 16 seid, lasst bitte die Finger davon. Aber wenn ihr Bock zum Beispiel habt, euch zum Beispiel so ein Starterpaket zu besorgen, dann könnt ihr das sehr gerne tun, denn da drin ist zum Beispiel ein wunderschöner Shaker. Da gibt es natürlich mehrere Auswahlmöglichkeiten. Plus, ihr habt Probierpackungen, wo ihr testen könnt. Verschiedene Sorten, zum Beispiel alles Mögliche mit Zufall, was ihr halt drin haben könnt. Wie gesagt, checkt das auf jeden Fall ab. Mit dem Code Abfahrt bekommt ihr statt 5% nochmal 15%. Ich würde mich riesig freuen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Kuss geht an jeden Einzelnen raus, der mich da supportet. Liebe geht an jeden Einzelnen raus, an euch. Ohne euch wäre das nicht möglich. Deswegen vielen, vielen Dank. Checkt das auf jeden Fall ab. Ich kann es meiner Meinung nach definitiv wärmstens empfehlen. Und damit gehen wir jetzt rein ins Best-of. Let's go. Boys and Girls, es ist ein neues Pack draußen. Ne? Und zwar das 3x7 des Spielers 87 Plus Pack. Was ihr dafür abgeben müsst, 50 Chemie, kein Team of the Season, kein Team of the Week und ein 85er Rating. Kostenpunkt werde ich euch im Laufe des Videos noch sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir ziehen werden. Ne? Wir starten rein. Ich weiß nicht, wie viel wir machen. Schreibt gerne in die Kommentare, was habt ihr gezogen? Habt ihr ihn schon gezogen? Werdet ihr ihn ziehen, wenn ihr die ganzen Packs gesehen habt? Wir starten rein. Pack Nummer 1. Let's go. Ich bin gespannt, wie viele Festival Football Spieler werden wir hier draus heute ziehen? Abfahrt, let's go, come on. Wir starten rein mit dem Walkout. Es ist ein garantierter Walkout, definitiv drin. Festival Football, Uruguay, ZM. Und das ist Norm Dess. Dazu haben wir aber noch den Dybala und Laporte. Und Landes hat er wahrscheinlich schon als Duplikat. Ah, das ist sogar tradable. Dann ist in Ordnung 87, 88 und 90er. Die Frage ist halt nur, was kriegen wir in irgendeiner Art und Weise hin, was sich lohnt? Ja, werden wir merken. Und perfektes 100k Vorschau-Pack. Let's go. Pack Nummer 2. Garantierter Walkout ist natürlich da. Es wird ein Champions League Walkout. Belgien. ZOM. De Bruyne 91. Das ist okay. 91er De Bruyne, Kanté und Bernardo Silva. Wie gesagt, wir gucken dann uns gleich noch an, wie viel die SBC wirklich kostet, was halt raus
ziehen musst, gerade weil die, das SPC-Futter natürlich auch gestiegen ist. Ja, deswegen nimmst du den auf jeden Fall mit. Let's go. Das dritte Pack wird werden ein R3-Pack mit Kevin De Bruyne. Guter Spieler. Ist das sein letzter oder sein erster Spieler? Das ist die große Frage, Männers. Busquets. Er kann halt dann nur noch ein 87er. Oder Duplikat könnte es auch sein. Chibbe. Ich habe nichts gesagt. Chibbe ist am Start. Den nimmst du mit, mein Lieber. Chichi. De Bruyne war Duplikat. Chibbe ist big. Zweiter Path to Glory Spieler aus dem dritten Pack. Sehr, sehr nice. Chichi. Nummer 4. Die garantierten Walkout Packs sind schon nice. Oblak. Dann gib ihm wenigstens Oblak, Jungs. Come on. Das ist okay. Oblak ist okay. 91. Dahinter vielleicht noch ein 90er oder sowas. 287er. Aktuell übrigens, Chat, das Pack kostet insgesamt über 110.000 Coins. 110.000 Coins, ja. Heißt, wir gucken uns dann gleich noch an, wie es aussieht, zwecks den Preis, ne? Cheapest Players bei Rating und so weiter. Was ihr ziehen müsst, um nicht ins Minus zu gehen. Let's go. Es ist Pack Nummer 5. Wir sehen den dritten Festival Football Spieler und es wird wieder Chilwell werden, ne? Der ist okay. Ich weiß gar nicht, was der aktuell gerade kostet. Da bin ich echt überfragt. Vielleicht doch einer dahinter, wäre cool. Ederson und Szczęsny. Nimm mal mit. Solange du ein Path to Glory Spieler da drinnen ziehst, denke ich mal, kannst du mehr als zufrieden sein. Ja, weil es einfach eine coole Sache, eine coole und eine runde Sache ist. Sagen wir es so, wie es ist. Let's go. Come on, wir gehen rein mit Pack Nummer 6. Und es wird, also es ist immer so ein Wechsel, ne? Messi? Ah, Aguero, schade. Ein Messi wäre big gewesen. Ein Messi hätte ich gefühlt, mein Lieber. Schade, schade, schade. 89er. Ich sage euch ganz kurz die Preise an. 110k kostet sie. Du brauchst halt 87, 88, 89. Um das kurz zu sagen, 91 bei 50k, 90er bei 40. Wir haben 89er bei 33k, 88 bei 30. Navas liegt bei 23,5, damit ihr so ungefähr wisst, was ihr ziehen müsst. Let's go. Come on. Nummer 7. Eigentlich müsste jetzt wieder ein Festival-Footballspieler kommen. Kommt nicht. Sondern Spanier-Innenverteidiger, das kann Ramos nur sein, weil Piqué mit 86 fehlt ja raus. Dazu Nandanovic. Busquets heißt, du bezahlst, du bekommst, sagen wir, 25k, 30k, 33k und Ramos kostet, glaube ich, auch nochmal 40. Irgendwie sowas. Ah, geht klar. Nummer 8. Ah, Mané. Wenigstens 90er Mané. Wenigstens 90er Mané, Männers. Das ist okay. 90er Mané geht auf jeden Fall klar. Und 90er Ter Stegen. Vom Rating her ein sehr, sehr schönes Pack. Das ist okay, den nimmt man mit. Sehr nice, Chichi. Wir sind bei Pack Nummer 9 angekommen. Er kriegt keinen Festival Football Spieler, sondern er kriegt 387er, Jungs. Ich sag's mal so, wenn man die ganze Zeit mit seinem Team und roten Karten flext, maybe Karma. Aua. Festival Football Spieler, Mika, come on. Das ist der Martinez, ne? Ah, ist leider nicht so teuer, aber Chat, Festival Football ist Festival Football und das ist geil, weil läuft. Läuft einfach. Die Karte halt, Alter, 99 Tempo, 94 Dribbling und Schieß, ne? Richtig, richtig geistesgestört, ne? Und Neymar, Jungs. Und Neymar, Chat. Und es ist ein Back-to-Back Festival Football Spieler. Let's go, Jungs. Ah, wieder Nandes, ne? Ist nicht so überragend. Brauchen wir nicht drüber reden. Yo, Mai. Kostet Punkt hier bei den 90er. Nicht so viel. Casemiro und der Busquets. Aber man muss eins sagen. Festival Footballspieler ist Festival Footballspieler. Let's go. Nummer 11. Nächster Festival Footballspieler. Die kommen immer mehr. Aber irgendwie kommen immer die Nandes. Können die mal aufhören mit den Nandes? Ich will was anderes sehen. Nicht immer nur Nandes. Mellers. Yay, mal bitte was anderes reinhauen. Das wäre super lieb. Dahinter noch Momox, come on. Groß und Kilini, kein Neymar diesmal. Diesmal kein Neymar. Das ist Nummer 12. Das ist Nummer 12. Kommt der nächste Festival Football. Das ist jetzt langsam, entwickelt sich das hier zu einem garantierten Festival Football Spieler Pack. Und das ist Paredes. Das ist Paredes, Chat. 92er Rating. Glaube einer, der nicht so viel wert ist aus dem Festival Football Pack Team 2. Aber 92er Rating, dahinter könnte noch was sein, Chat. Dahinter könnte noch was sein. Wir überspringen in 3, 2, 1 und... Benzema und Lloris, kannst du zufrieden sein mit dem Pack. Chichi.
GG. Chat, vielen, vielen Dank für 77.000 Follower. Vielen, vielen Dank. Das ist euer Verdienst, Chat. Kuss. Dankeschön. Sehen wir weiterhin durchgängig Festival-Football-Spieler, Path-to-Glory-Spieler. Sehen wir. Let's go. Der nächste Martinez, den wir sehen. Nimmst du mit, mein Lieber. Den nimmst du mit. Und dahinter jetzt noch einer. Zwei einfach mal. Ich kann auch mal sowas ansagen. Übrigens nicht wundern, für die, die jetzt gerade das Video gucken. Nebelmaschine wurde gerade aktiviert. Deswegen, sorry. Abfahrt ist angesagt. Wir machen weiter mit dem 14. Und das wird eine Champions League-Karte. Und da hoffen wir natürlich auf Oblak. Und das war, glaube ich, wenn mich nicht gerade täuscht, Oblak. Genau. Dybala noch und Griezmann. Geht besser. Ja, gerade aber wir haben jetzt gerade so viele Festival-Football-Spiele gesehen. Da muss auch ein Pack mal dazwischen sein, was halt nicht unbedingt überragend ist. Okay, wir gehen rein mit dem 15. Und das ist gleichzeitig der 3-Pack. 1, 2, 3, let's go. Und wir hatten auf jeden Fall ein Festival-Football-Spiel. Ich weiß nicht wen. Aguero hatten wir. Courtois, glaube ich, auch noch, oder? Und den Festival-Football-Spieler. Aber wen genau? Ach, Alisson noch. Und Rebic. Ist doch schön. Haben wir zum ersten Mal gesehen, Rebic. Nimmst du mit, Chichi. Nummer 16 wird leider Gottes aber auch nur ein Brasilianer. Wenn es MF gewesen wäre, wäre nice. Aber so wird es Casemiro. Dahinter noch, komm schon. Ein Kimmich und ein Bruno. Leider nicht so überragend. SPC-Materialtechnik ist es da, aber geht immer besser. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Erst drei Festival-Footballspieler wären perfekt. Nummer 17 bringt den nächsten Festival-Footballspieler-Chat. Und es wird wieder Nandes. Warum wieder Nandes-Chat? Warum? Warum? Mal einen anderen, mal so ein richtig Big Pogba oder sowas wäre cool. Aber vom Rating her überragend. Oblak und Ramos. Sehr nice. Okay, wir machen weiter mit Pack Nummer 18 mittlerweile. Jetzt sehen wir keinen Festival-Football-Spieler, sondern Belgien. Kommt, De Bruyne. Es wird nur ein Courtois, ein neuer Koulibaly. Okay, kein 87er drin ist, okay. Aber ich glaube, damit machst du keinen Gewinn. Leider Gottes. Komm schon. Nummer 19. Oblak. Sehr gut. Kein Handanovic. Schon mal positiv. Erste positive Sache. Die zweite müsste sein, noch ein 90er dahinter. Nur ein 89er. Nee, ich wollte einen 90er sehen. Weitermachen. Sind bei Pack Nummer 20. Festival-Footballspieler hätte eigentlich mal gepasst zum 20. Pack. Es wird ein Deutscher, es wird ein Torhüter. Ter Stegen 90. Aber dahinter will ich noch mindestens ein 89er sehen. Definitiv ein 89er. Dann bin ich zufrieden. Benzema, Lloris. Geht klar, normales Pack, jetzt nichts Überragendes. Wirst du wahrscheinlich damit aber auch keinen großen Gewinn machen. Ja, Kopf hoch. Das 21. Ne, wird leider Gottes kein Festival-Football-Spiel, sondern der gute alte Marc-André Ter Stegen ist es. Ja, und dahinter noch vielleicht was Gutes. Komm schon, yay. Eins der schlechtesten Packs, die wir bis heute gesehen haben. Schade. Auf geht's, Nummer 22. Wir sehen wieder keinen Festival-Football-Spiel. Ich will jetzt, dass er wiederkommt. Ich will jetzt nicht schon wieder einen Ter Stegen sehen. Kommt ein neuer. Schade. Hätte ja klappen können. Ja. Neuer ist mit am Start. Kann schon nicht so gut werden, das Pack, leider Gottes. Kane und Dybala, wenigstens zwei 88er noch drin. Aber da geht mehr, Chat, da geht definitiv mehr. Schade. Komm schon. Endlich. 23. Pack. Festival-Football-Spieler. Und das wird zum allerersten Mal der Morata, den wir hier sehen, Jungs. Auch der ist, glaube ich, nicht mehr so viel wert. Egal. Wir denken positiv. Wir denken positiv, Jungs. Morata ist am Start. Hohes Rating. Dahinter könnte noch einer sein. Nein. Ah, wird neuer leider nur. Nur neuer und Bernardo. Ach, Mann. Luis. Ah, Luis, die letzte Zeit immer so gutes Packlack gehabt. Jetzt leider kein FOF, sondern nur ein Casemiro. Und dahinter befindet sich noch ein Dybala und ein Groß. Oh. So lala. Sagen wir mal so, wie es ist. So, das ist das 25. und das ist das letzte. 3x87 plus Pick. Pack. Pick wäre noch schöner. Und wir gehen hier leider nicht mit dem Festival-Football-Spieler raus. Im Endeffekt muss man sagen, also die Packs sind schon ganz cool. Gerade wenn du SPC-Foto oder sonst was brauchst, wie du Androids hast, hey, mach's. Ja, der Gambling-Effekt ist natürlich klar. Klar. Und da brauchen wir auch nicht drüber reden.
du musst halt hier schon ein bisschen was rausholen, denn wenn wir wirklich mal gucken, was die SBC jetzt kostet, ja, immerhin gar keine so schlechten Ratings, da musst du schon einiges dafür ziehen. Die Chance auf FOF ist da, ihr könnt das Ganze auch behalten und das am Freitag zum Beispiel öffnen, das geht natürlich auch in Ordnung. Deswegen, Jungs, eure Entscheidung, was ihr damit macht, ich finde sie gar nicht so schlecht, mir haben sie Spaß gemacht anzugucken, gerade weil du halt die Möglichkeit hast, auch mal 3 zu ziehen, mal 2 zu ziehen oder. Und für 117k müsst ihr aber selber entscheiden, ob es sich jetzt wirklich so sehr lohnt. Ja. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Lasst Liebe da. Daumen nach oben. Kuss. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.